royale Garderobe hat ihren Preis, und das natürlich auch am Hochzeitstag. In der Vergangenheit sorgten 39 und Co. immer wieder mit ihrem Modegeschmack für Schlagzeilen. Dabei wurde vor allem die Frau von 36 oft dafür angeprangert, unglaublich viel Geld für ihre Outfits auszugeben. Doch ihr Brautkleid war im Vergleich mit denen anderer Damen des Hochadels noch relativ erschwinglich, wie aus der folgenden Liste ersichtlich wird. Platz 7, 94, ist seit 1947 mit 99 verheiratet. Ihr persönlicher Traum in Weiß war mit 34.000 Euro im direkten Vergleich mit denen der anderen royalen Bräute recht erschwinglich. Ihr Kleid bestand unter anderem aus chinesischer Seide und wurde mit Diamanten und Perlen verziert. Und in Anbetracht der Tatsache, dass die finanziellen Mittel so kurz nach dem Krieg damals begrenzt waren, hatte die Robe einen beachtlichen Preis. Platz 6, 61, setzte bei der Vermählung mit 60, im Juli 1986 ebenfalls auf Perlenarbeiten. Sie beauftragte damals Lind Kassirach mit dem Design und zahlte der heute 68-Jährigen angeblich knapp 40.000 Euro. Süßes Detail ihrer Brautrobe, ihre Schleppe hatte sie mit ihren und den Initialen ihres Ehemannes besticken lassen. Platz 5 in einem Ranking der 7 teuersten königlichen Hochzeitsroben landet Herzogin Meghan nur auf Platz 5. Das Design von Clairvaux Keller, 50, soll stolze 124.000 Euro gekostet haben. Ganze 3.900 Arbeitsstunden sollen in dem Modell stecken, das nach den Wünschen der ehemaligen Schauspielerin angefertigt wurde. Es bestach vor allem durch die schlichte Eleganz, denn Meghan hatte an ihrem großen Tag im Mai 2018 auf Spitzen oder Glitzerdetails verzichtet. Platz 4 als christliches Kreuz, 36, 1981 zum Altarschritt, um mit 72 den Bund fürs Leben zu schließen, bezauberte sie in einem pompösen Prinzessinnenkleid. Rund 170.000 Euro soll damals der Preis dafür gewesen sein. Die Designer hatten unter anderem Pailletten, Perlen und antike Spitze verwendet. Platz 3, 225.000 Euro ist der geschätzte Wert von 30, Hochzeitskleid, in dem im Oktober 2018 die Frau von 34 wurde. Der Entwurf stammte von den Modeschöpfern Peter Pelotto und Christopher Devaux, mit denen die Britin damals eng zusammengearbeitet habe. Vor allem der tiefe Rückenausschnitt, der freien Blick auf Gewährte, war ein Hingucker. Platz 2 in Großbritannien führt Kate die Rangliste der kostspieligsten Roben an. Ihre Eltern, 65, und Michael Middleton, 71, haben angeblich 282.000 Euro auf den Tisch gelegt. Designt wurde der Traum in Weiße von Sarah Burton. Eines der Highlights, die 3 Meter lange Schleppe und die handgefertigte Spitze. Noch heute schwärmen Fans in aller Welt von Kates Brautlook, in dem sie, 38, 2011 zum Mann nahm. Platz 1 unangefochtene Spitzenreiterin ist tatsächlich keine britische Adlige, sondern eine spanische, und zwar, 48. Das Dress, in dem sie, 52, 2004 das Jawort gab, soll 6,8 Millionen Euro wert sein. Dabei schlugen vermutlich vor allem die Stickereien aus goldenen Seidenfäden teuer zu Buche. Auch die 4,5 Meter lange Schleppe war mit Sicherheit kein Schnäppchen. Tipps für Promi-Flash. Einfach E-Mail an